Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wir haben das Grab verlassen und wir werden jetzt die Annalen zu den Daelish springen, weil ich das, weil soll ich, also wenn wir das jetzt der Kirche bringen, dann fühlen die sich bestätigt in ihrem Dings, in ihrem Glauben und dass immer nur die anderen schuld sind. Deswegen geht's ins Daelish Lager. Daelish sind vielleicht auch stur und eigensinnig und starrsinnig und was nicht noch alles, aber irgendwie finde ich das besser, denen zu geben als den. Als der Kirche. So. Weil man sieht an der Situation, es waren wieder zwei Parteien schuld und nicht nur eine. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich habe in Dinan Hanin etwas über Rotkreuz in Erfahrung gebracht. Ihr habt Dinan Hanin erkundet? Bemerkenswert. Das haben schon viele versucht und sind daran gescheitert. Wenn ihr bei den Smaragdgräbern wart, habt ihr dann Teven und die anderen gesehen? Sie wurden getötet. Tut mir leid. Mir auch. Aber es überrascht mich nicht. Danke, dass ihr mir die hier gebracht habt. Sie ist Teil unserer Geschichte und wir werden sie in Ehren halten. Dares Giral, Dalen. Okay. Ich muss ehrlich sagen, also ihr könnt ja mal jetzt mal schreiben, wie das mit dem Sound ist, weil wenn ich jetzt so den Ausschlag beurteile vom Spiel und von meinem Mikrofon, bin ich vier, fünfmal lauter als das Spiel. Und das will ich natürlich nicht sein. Ich habe es jetzt halt für diese auf Namenssession mal so gelassen, damit ihr ein paar Folgen habt, das anzu euch anzuhören. Aber ich glaube, ich stelle es wieder zurück. Also ein bisschen zumindest. So, auf zur Himmelsfeste. Dort wartet nämlich Josie, beziehungsweise wir hatten ja einen Richter ausfindig gemacht. Das machen wir jetzt noch weiter. Oh, bei uns wird es gerade richtig düster. Und die anderen Kartentischmissionen sind ja auch schon abgeschlossen. Dann können wir einmal kurz eine Inquisitor. Kartentisch-Session machen. Als Ausgleich dafür, dass wir. Inquisitor, Oh Gott. was ist hier passiert? Das Haus der Ruhe hat sich entschieden, uns einen Besuch abzustatten. Die Wachen waren zwar rechtzeitig hier, aber ich hätte wissen müssen, dass die Assassinen die Dienerschaft unterwandern würden. Seid ihr sicher, dass sie euch nicht verletzt haben? Sie haben mir nur einen Schrecken eingejagt. Es kam alles so plötzlich. Liliana hat mir einige Bewacher zur Seite gestellt. Es sieht aus, als hätten sie mir das Leben gerettet. Ich stehe tief in eurer Schuld, Feldwebel. Ich erfülle nur meine Pflicht, Botschafterin. Ich werde mit der Meisterspionin über dieses Mörderpack sprechen. Sie wird schon herausfinden, wie sie hier reingekommen sind. Okay. So, Josie, können wir noch was fragen? Irgendwelche Neuigkeiten aus dem Haus der Ruhe, Inquisitor? Nee. Auf ein andermal. Bis zum nächsten Mal. Das, wir haben gleich was wieder, Josie. Okay, wir waren ja. Ach nee. Egal, wir fangen hier an, weil alle anderen ja auch fertig sind. Also, ein Geschenk für Bianca. Ich sollte meinen Spionen mehr zutrauen. Sie haben Provident tatsächlich gefunden. Er war angesichts des Krieges der Magier und Templer bei einem wohlhabenden Gönner in Nevarra untergeschlüpft. Als wir ihm eine kurze Beschreibung von Bianca gaben, passte er den Entwurf eines Blattfederstabilisators an sie an. Überdies überließ er uns seine Entwürfe für die Optimierung unserer Belagerungsmaschinen. Zielmodul Nummer 2. Ich glaube, das haben wir schon ausgerüstet. War Kallen hier nicht noch unterwegs? Ja, hier unten. Wir haben den Namen des Leutnants der Roten Templer, der mit Malifaux und den Freikämpfern Geschäfte gemacht hat. Er heißt Carol und wird in 2 Tagen im Löwenpavillon erwartet. Tut, was nötig ist, um ihn aufzuhalten. Aber macht es bitte schnell, mir zuliebe.
Ich kannte ihn einst, auch wenn es lange her ist. Das heißt, wir dürfen doch nochmal kurz zurück in die Smaragdgräber. So. Dann schnell noch die Düper-Rakett-Geschichte. Ach nee, das war ja der Richter schon. Inquisitor, Richter Old hat die Dokumente unterzeichnet, die wir brauchen, damit die Düper-Rakets wieder als Adel auftreten können. Nun bleibt nur noch ein letzter Schritt. Ein königlicher Minister muss sie bestätigen. Bitte besucht mich, sobald es möglich ist. Der Richter lässt euch übrigens Grüße bestellen. Die Jagd war anscheinend eine wunderbare Unternehmung für Sportsmänner und unsere Soldaten haben sich einen brüllenden Menschenfresser tapfer geschlagen. Das Lazarett meldet, dass die Verletzten sich vollständig erholen werden. Sehr schön. So, dann quatschen wir doch erstmal mit Josie, bevor das wieder ein Kartentischauftrag wird. So, Josie. Irgendwelche Neuigkeiten aus dem Haus der Ruhe, Inquisitor? Was müssen wir als nächstes tun, um diese Düper-Rakets zu Lords zu machen? Wir müssen Ministerin Belize überreden, die Papiere zu bestätigen. Sie ist zuständig für derartige Angelegenheiten. Die Ministerin wird ein bescheidenes Bankett von Marquis Viscott besuchen. Ich besorge euch eine Einladung. Okay, gehe zum Kartentisch und finde einen Weg, Belize zu treffen. Das machen wir natürlich auch jetzt sofort. Josies persönliche Quest hat viel mit Kartentisch zu tun. Genau. Auf dem Fest mit Ministerin Belize sprechen. Bitte vergebt mir meine späte Antwort. So wundervoll es ist, euch zu hören, musste ich mich zuerst einiger Probleme in den Dates erledigen. Die Stadt hat eingewilligt, uns 5 Dutzend Gardisten zu schicken. Und das sind keine frisch gebackenen Rekruten? Dann kann ich ja darauf hoffen, dass sie zumindest wissen, an welchem Ende sie ihr Schwert halten müssen. Ja. So. Die Verwaltung meines Besitzes ist durch den Bürgerkrieg nicht gerade einfacher geworden. Es wäre wesentlich leichter, wenn ich das Ohr des Rates der Herolde hätte, aber das Glück war mir das, was das angeht, nicht hold. Der Inquisitor ist mir auf meinem bescheidenen Fest stets willkommen. Ich bereue nur, dass sie nicht in dem Rahmen stattfinden können, den ich mir wünschte. Bitte versprecht mir, den Inquisitor zu wahren, dass die Pflicht mich davon abhält, prächtigere Abende mit meinen Gästen zu verleben. Hochachtungsvoll, Marquis Viscott. Der Marquis wünscht, vor dem Rat vorzusprechen, bevor ihr sein Fest besucht. Ich werde eine Audienz arrangieren. Wir stehen euch zu Diensten. So. Dann wollen wir doch mal hier Verwendung für die gestohlenen, für den gestohlenen Besitz der Freikämpfer finden. Dank euch und der Hilfe durch die Inquisitionstruppen kehrt in den Dates wieder Ordnung ein. Die Freikämpfer ziehen ab und lassen sowohl ihre Lager als auch sämtliche Wertgegenstände zurück, die sie aus hiesigen Häusern der Adligen gestohlen haben. Womöglich hat die Inquisition... Nun, da die Risse in der Gegend unter Kontrolle sind, können wir kleinere Gruppen entsenden, um den Leuten zu helfen. Das denke ich auch. Geht es euch gut? Ich habe nur Kopfschmerzen. Nichts weiter. So, darf ich weiterreden? Also, womöglich hat die Inquisition ja Pläne mit den Besitztümern, die wir sicherstellen konnten. Fairbanks. Die Besitztümer von Adligen gehen häufig über ihren eigentlichen Wert hinaus. Irgendwo in diesem Durcheinander werden wir etwas finden, das uns einen Vorteil bringt. Irgendetwas, das jemand lieber geheim halten möchte. Ich würde sagen, wir nutzen es auf die eine oder andere Art als Köder und warten ab, wer anweist. Ich sage, wir beanspruchen den unrechtmäßig erworbenen Besitz der Freikämpfer für uns und verwenden ihn im Sinne der Inquisition. Für den Anfang könnten wir beispielsweise Fairbanks neues Lager befestigen und es dadurch zu einem Stützpunkt für unsere eigenen Soldaten machen. Wir lassen das mal Liliana machen. Inquisitor. Haben wir noch was für Cullen? Also, auf Sieg gespielt. Ach, das ist Florian. Das möchte ich ihn anders machen lassen. Okay, Allianzen. Die Steine geraten ins Rollen. Viele der Adligen in der orlesianischen Hauptstadt haben ihre nebensächlichen Differenzen beigelegt und sammeln sich nun hinter zwei Familien. Die Derosiers sind alter, hoch...
angesehener Adel, gelten jedoch als traditionalistisch und stur. Die Thebols haben ihren Aufstieg einer erfolgreichen Händlergemeinschaft zu verdanken und werden als fortschrittliche Familie erachtet. Obwohl beide Familien die Absicht hatten, uns politisch Konkurrenz zu machen, könnten wir die Geschehnisse zu unseren Gunsten beeinflussen, indem wir uns für eine von ihnen aussprechen. Lord Pierren de Rossier hat nicht um ein Bündnis mit uns gebeten, könnte jedoch Respekt vor unserer zunehmenden Macht haben. Lady Velise Thibault spricht für ihre Geldgeber und ist immer an vorausdenkenden Allianzen interessiert. Wir verfügen zweifelsohne über genügend Macht. Wir müssen sie den de Rossiers einfach nur demonstrieren. Eigentlich hätte ich mehr Bock auf die Thibaults. Das macht dann doch nicht Cullen. Rat der Magi. Also, im Neveranischen Kammerland braut sich etwas zusammen. Die Stadt ist der Sitz des Rates der Magi, der vor dem Ausbruch des Magieraufstandes das philosophische Zentrum aller Zirkel der Magi war. Heute ist der weitgehende verlassene Rat eine Zuflucht für geflohene Magier. Dieser Umstand hat den Zorn der örtlichen Bevölkerung geweckt, die damit droht, den Rat bis auf die Grundmauern niederzubrennen. Gleichzeitig unternimmt Herzog Sandral Anaxas nichts, um den aufgebrachten Mob zu stoppen. Emissäre der Inquisition vermuten, dass die Menge von Venatori aufgestachelt wird, die nach der Zerstörung der magischen Schutzmechanismen des Rates verschiedene Artefakte in ihren Besitz bringen wollen. Lassen wir den Rat von unseren Truppen besetzen. Wir können die Unschuldigen beschützen und alles auch Brauchbare requirieren. So. Machen wir uns an die Arbeit? Ja, machen wir uns jetzt endlich. Dann machen wir uns jetzt an die Arbeit und gehen einmal kurz den Leutnant umbringen. Den Puppenspieler hier. Die Quest. Beim Löwenpavillon. Das ist dort. Dann nehmen wir doch dieses Lager. Ja. Wir nehmen mal wieder die Standardtruppe mit Barry, Cassandra und Solas. So. Besiege Carol. Das werden wir wohl hoffentlich hinbekommen. Achso, ich hatte, als ich das Inventar gemacht habe, habe ich auch endlich mal, weil wir genügend Prophetinnen-Lorbeer hatten, die Regenerationstränke aufgewertet in Heilung und Dauer. Und habe Prophetinnen-Lorbeer natürlich auch angepflanzt. Hallöchen! So, jetzt gehen wir mal nach oben. Da geht die Action nämlich jetzt wirklich los. Oh, da waren wir ein bisschen verletzt. Und da oben ist der gute Carol, genau. Wenn Cassandra ihn gerade so schön tankt, kann er hier auch mal ein bisschen versuchen, Schaden rauszuholen. Und da ist er besiegt. Puppenspieler ist abgeschlossen. So, jetzt sammeln wir noch schnell den Loot ein. 600. Das ist der Prophetinnen-Lorbeer. 600 Einfluss, das ist schon nicht schlecht. So, dann sind wir hier aber fertig. Und ich muss tatsächlich doch nochmal schnell zurück zur Himmelsfeste.
Ach nee, haben wir doch schon freigeschaltet, weil es tauchte halt in den... Was haben wir hier denn noch? Ach, den vergessenen Tempel. Es tauchte halt hier nicht in dem Questlog auf. Aber das wird wohl unser nächstes Ziel. Dann haben wir nun nämlich nur noch die verfauchende Ödnis. Und die Frostgipfelsenke, die ist dann hier. Und dann kommen hier noch die tiefen Wege. Also wir sind, was Gebiete angeht, relativ vorangeschritten. Und wir starten jetzt einfach in der Folge noch im Pris du Lion. Inquisitor. Sperrin Harding? Wir stehen vor Sania. Das ist alles, was von der Stadt übrig ist. Wer Glück hatte, ist rausgekommen, bevor der Fluss gefroren ist. Und der Rest? Eingepfercht zwischen Rissen ins Nichts und roten Templern. Wir sind die ersten freundlichen Gesichter, die sie seit langer Zeit sehen. Wie konnte ein ganzer Fluss so schnell zufrieren? Es ist sehr schnell sehr kalt geworden. Sania verschifft alles über den Fluss. Waren, Lebensmittel. Damit hatte niemand gerechnet. Ich sollte mit den Stadtleuten reden. Mal sehen, was sie mir erzählen können. Ich bin sicher, das wird sie freuen. Die roten Templer greifen immer wieder an. Sie wollen den Prince du Lion einnehmen, unbedingt. Wir sollten da rausgehen und es ihnen wieder wegnehmen. Okay, schalte die roten Templer im Hochhain aus. Das ist unser Lager. Im Prince du Lion war, glaube ich, gar nicht so groß. Oh, das habe ich halt lange nicht mehr, wirklich lange nicht mehr gemacht. Das ist so das Gebiet, wo ich mich irgendwie am unsichersten fühle. Hier ist vor Sonnenaufgang. Am unsichersten fühle, ja, genau, weil das ist irgendwie ein Gebiet, das bleibt mir nicht im Kopf hängen. Also ich weiß, wie es hier aussieht, aber es bleibt mir aber nicht hängen. Irrige Annahmen über die Margen. Könnte euch interessieren, Sir? Nee, ich mache keine Requirierung mehr. Ja, wir gucken uns hier mal um. Und starten einfach mal. Wir haben ja noch 2-3 Minütchen. Da ist schon ein Ausrufezeichen. Oh, guck mal. Eigentlich sieht es hier mega geil aus, ne? Muss man ja sagen. Was ist denn noch passiert? Ja. Hier muss irgendwo eine Quest sein. Oh, wie konntest du ihn nur fallen lassen? Törichtes, tollpatschiges Ding. Mama hat dir den Ring anvertraut, als sie starb. Jetzt werden die Templer ihn kriegen. Okay, wir sollen wohl den Ring wiederfinden. Gefährliche Flüche. Und sie werden den Ring finden. Dummes Mädchen, wie konntest du nur... Und ihr seht, hier gibt es ganz viel Arbor-Segen. Das haben wir in den Smaragdgräbern das erste Mal so gefunden. Aber hier ist es so die Hauptpflanze, die man findet. Oh, Erbauer, wie konntest du das nur zulassen? Ich versuche euch ja zu helfen, ihr lieben Leute. Und nun hast du mir auch noch meinen Geliebten genommen. Also, ich sehe hier gerade auch keine... Doch, da ist eine Quest. Okay, wir versuchen mal rauszufinden, was getan werden kann. Michel. Michel de Chevin, zu euren Diensten, euer Gnaden. Ich habe aus der Ferne die Banner der Inquisition gesehen. Allerdings hätte ich nicht erwartet, den Herold Andrastes persönlich hier anzutreffen. Sir Michel de Chevin? Kaiserin Celens Streiter? Ich bin nicht länger ihr Streiter. Und ich bin auch kein Sir mehr. Michel de Chevin? Ich kenne eure Geschichte. Ihr seid in Ungnade gefallen und wurdet wegen Verrats vom Hofe verbannt. Es gäbe noch weitaus mehr darüber zu sagen, doch letztlich läuft es auf dasselbe hinaus. Und welche Rolle spielt das überhaupt noch? Doch genug davon. Ich habe trotz allem einen starken Arm, ein tapferes Herz und diene noch immer Orlais. Seid ihr hier, um die Leute zu beschützen?
Ich tue mein Möglichstes, auch wenn das nicht mein ursprüngliches Vorhaben war. Ich jage einen Dämon. Er nennt sich selbst Imshael und hat sich in der Soledin-Feste oben in den... Lebt wohl, Inquisitor. Was hat denn gerade unsere Aggro gezogen? Wahrscheinlich wieder irgendwelche Wölfe, ja. Können wir bitte mal die Aggro verlieren? Ich will noch mit ihm reden. Aber wir gehen noch mal ein Stück weg. Komm, packt eure Waffen wieder ein. Ach, wir müssen mal kurz die Wölfe beseitigen. Ah, jetzt geht's. Im Moment gibt es keinerlei Anzeichen von Schwierigkeiten. So. Seid ihr hier? Ich tue immer. Ich jage einen. Imshael ist frei, weil ich einen Fehler beging. Also werde ich auch dafür sorgen, dass er vernichtet wird. Und jetzt, da die Inquisition hier ist, können die Roten Templer, die die Feste bewachen, vielleicht besiegt werden. Alles, was ich brauche, ist eine einzige Chance. Okay. Was ist in der Suledin-Feste? Rote Templer, soweit ich es sagen kann. Suledin ist eine Elfenfestung, die dem Verfall überlassen wurde. Die Einheimischen haben sich immer von ihr ferngehalten. Sie glauben, sie wurde von den Geistern uralter Elfen heimgesucht. Ich muss mehr über Imshael erfahren. Er ist ein Dämon der Wollust, verschlagener als irgendein anderes Geschöpf, dem ich je begegnet bin. Und ich habe das Spiel gespielt. Imshael durchstreift das Land nun schon seit geraumer Zeit. Wenn überhaupt, hat seine Macht nur noch zugenommen. Warum er allerdings hier in Emprise du Lion ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht hat er sich die Unterstützung der Roten Templer gesichert oder sie sich die seine. Haben wir hier eigentlich schon mal einen Dämon der Wollust gesehen? Ich kann mich, glaube ich, gerade überhaupt nicht dran erinnern. Ihr wisst, wo der Dämon ist. Worauf wartet ihr dann noch? Ich bin nur ein Mann. Und die Soledin-Feste wird von Roten Templern bewacht. Ich würde ohne zu zögern mein Leben geben, um diese Sache zu Ende zu bringen. Aber ich will nicht sinnlos sterben. Kann ich verstehen. Ihr könntet euch der Inquisition anschließen. Für starke Arme und tapfere Herzen haben wir immer Verwendung. Nein, nicht solange Imshael nicht besiegt ist. Okay, aber wir wissen, wir können ihn als Emissär rekrutieren. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns hier noch weiter in Sarnia umschauen und gucken, ob wir den Leuten irgendwie helfen können. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.